Ich bin Neoblade und wir sind in einem Build Order Guide, und zwar Build Order Guide von, ja, Velmu kann man nicht sagen. Velmu hat das zweimal gespielt. Und während jetzt hier diese Maske ein bisschen rumbackt, der Entwickler von Benchmark hat gesagt, dass er das irgendwann beheben wird, dass man das hier einstellen kann und so weiter, zeige ich nochmal die Build Order, wie sie halt richtig ist. Beim nächsten Replay dann auch mal mit Worker Scout. Also ganz wichtig hier bei der BO ist ein halbwegs, oder sagen wir mal, ein solider Probe Stack. Man sieht schon hier, dass ich es hier schaffe, bei 6 Sekunden den Pylon zu bauen, bei 9 Supply. Ich bin immer noch ein bisschen krank, einmal husten. Mal schauen, wann ich schaffe, das Gate zu bauen. Ich baue dieses Mal auch die Sachen in der richtigen Reihenfolge, nämlich Warp Gate, Sentry, Mothership Core, so wie Velmu das auch macht. Aber wir werden auch noch andere Spieler sehen, die diese Build Order spielen. Gateway 1.38 ist auch ein gutes Timing, habe ich nicht übertroffen. Assimilator. Der zweite Assimilator soll bei 2.9 gebaut werden, habe ich, glaube ich, hinbekommen. Der Pylon, den baue ich relativ schnell bei 16 Supply, also da war ich richtig gut im Timing. Cybernetics Core kriege ich rechtzeitig gebaut. Und das Gateway bekomme ich, also ich bin hier sehr, sehr, sehr gut, dank des Probe Stacks, dank Verzichten auf Scouting natürlich. Auch Velmu geht einmal hier hin, seine Natural Scouten. Das sind alles so Sachen. Cut Corners nennt sich, sagt Cats dazu. Sentry kommt ein bisschen plus 2 Sekunden. Ich vielleicht ein bisschen gepennt. Machen wir hier mal die Production an, auch wenn es hier steht. Mothership Core, eine Sekunde gespart. Nächster Pylon, 6 Sekunden gespart. Und jetzt müsste man sofort diesen Mothership Core hier scouten lassen. Vergesse ich leider hier, hatte ich im ersten Replay dran gedacht. Jetzt kommen zwei Stalker. Die Warp Gate Tech wird von Velmu, glaube ich, die ganze Zeit geboostet. Das gucken wir uns aber gleich in dem Spiel nochmal richtig an. Und Velmu baut diesen Nexus hier, glaube ich, bei 5.31. Ich baue ihn auch hier früher als diese 5.39. Und ganz wichtig ist halt, diese Sentry muss 100 Energie haben, wenn ein Foregate kommt, damit man zwei Force Fields sofort machen kann. Die nächsten Sentries sind ja auf dem Weg. Also ich zeige mal hier, die Sentries sind noch 20 Sekunden weit weg. Das heißt also, bei 5.44 sind weitere zwei Sentries draußen. Baut der andere Protoss ein perfektes Foregate, ist er bei, also er kann es natürlich immer ein bisschen variieren, aber wenn er es mit einem Selle zwei Stalkern spielt, dann kommt der erste Warp-In bei 5.42 und dann habt ihr mit zwei Force Fields mehr als genug Zeit, auf diese Sentries zu warten. Dann habt ihr drei Sentries, könnt irgendwann die vierte reinwarpen und dann kommt der Protoss mit guten Force Fields hier nie die Rampe hoch. Problematisch wird es, wenn er ein Mothership Core baut und dann letztendlich, dann kommt der Foregate natürlich nicht bei 5.42. Der Warp-In dauert nochmal 5 Sekunden, also wäre es 5.47, die Sentries sind also auf jeden Fall rechtzeitig da. Dann wird natürlich hier der Nexus abgebrochen, die Robo wird früher geschmissen, weitere Gates werden früher gebaut. Aber die Problematik ist, mit Mothership Core kommt das Ganze noch später. Und dann können natürlich von unten vom Lowground eure Sentries angegriffen werden. Also das gilt es schlicht und ergreifend gegen jemanden auf eurem Level mal zu üben. In den unteren Ligen kommt ein Foregate allerdings auch nicht.
bei 5,42, sondern es kommt bei 5,50, wenn es gut gespielt ist. Meistens aber nach der sechsten Minute. Ich habe Fourgate auf Diamond-Ebene schon bei 6,20 gehabt. Auf Diamond-Ebene wohlgemerkt. Hier mit den Stalkern gehe ich nach Proxy Pylon scouten. Jetzt kommt der Mothership Core auch zurück. So, schauen wir mal nach. Die Robotics Facility. Gehen wir nochmal kurz zurück. Oh, was ist denn das für ein Zoom? Das ist ja krass. Okay. Das war nicht das, was ich wollte. Aber wenigstens ein interessanter Bug der Karte. Also der Nexus, den habe ich genauso gebaut wie bei Velmu. 5,31. Robotics Facility kommt bei Velmu bei 5,46, glaube ich, oder 5,50. Habe ich also auch bei 5,50 gebaut. In dem anderen Replay, als ich das aufgezeichnet habe, habe ich gepennt. Also 5,46 ist ein perfektes Timing. 5,50 ist schon sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr solide. Und da ihr dann in den Supply Block eventuell geht, habe ich hier bei 39 bzw. 38 dann den nächsten Pylon gebaut. Gut, gut. Ein Observer oder ob man dann Observer baut, weil der Gegner auch expandiert oder auch eher safe spielt. Oder ob man ein Immortal baut, weil man einen Blink All-In erwartet. Das ist dann natürlich euch überlassen. Wir gehen jetzt aber auch in reales Replay wieder. Ich zeige jetzt mal nicht das von Velmu. Multiplayer. Sondern das von das zweite hier. Von Liquid Hero. Der wahrscheinlich, also ich nehme nicht an, dass er diese BO spielen wird. Aber wir schauen es uns erstmal an. Also, ich nenne den anderen mal RC. Liquid Hero ist rot, RC ist blau, Jung GL. Sind wahrscheinlich irgendwelche. Jan kenne ich, aber nicht mit G. Ist auch egal. Hier ist die Production. Beide bauen 13er Gate. Okay, es sieht so aus, als würde Liquid Hero es bauen. Ja. Dann bleiben wir auch mal in der Vision von Liquid Hero. Schauen wir gerade mal den Core. Den kann man bei 2,52 bauen. Das ist also hier sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ist bei 2,51 gebaut worden. Zweites Gate wird gebaut. Velmu baut ja zuerst Warp Gate Tech, dann Sentry und dann Mothership Core. Machen wir also hier jetzt mal auf normal. Mittlerweile sind auch wieder drei im Gas. Da kann ich gerade vielleicht mal einmal. Vertraut mir einfach, dass so bei 18, 19 werden hier drei ins Gas getan. Könnt ihr euch im Video aber auch angucken. Okay, er spielt es anders. Er spielt nicht die Sentry. Ich gehe jetzt trotzdem mal gerade zurück, um mir das anzugucken, wie hier was gestartet wird. So. Core wird fertig. Zuerst Warp Gate Tech. Das macht Velmu genauso.
Jetzt aber ein Stalker anstatt einer Sentry. Okay. Dann sollten wir uns eventuell doch RC angucken. Peinlich, peinlich. Sah nur vom Opening her so identisch aus. Aber gibt es wohl einige Openings, die so laufen. Aber natürlich ist hier die Sentry wichtig. Dann gucken wir hier auch nochmal nach, was RC... hier macht. Also auch erst Warpgate Tech und fast gleichzeitig die Sentry oder gleichzeitig die Sentry. Dann gucke ich hier auch gerade mal nochmal das Timing nach von dem Gas. Das sollte jetzt irgendwann von 2. Also er geht sofort auf 3. Also er geht sofort mit 3 ins Gas. Das macht Velmo wie gesagt anders. Hat er vielleicht das Gas auch später genommen? Ich gucke bei Liquid Hero nochmal nach. So, Liquid Hero tut erst 2 rein. Jetzt sollte irgendwann ein Chrono Boost kommen. Also er tut direkt 3 rein. Das ist also eine Variante, wie man das spielen kann. Chrono Boost. Komm, Hero. Oder er spart ihn halt auch für die Warp Gate Tech. Und jetzt kommen hier die 3 rein. Also so spielt Velmo es auch. Aber wir bleiben in der Vision von RC. Der von Anfang an 3 reingemacht hat. Dann, wie gesagt, Warp Gate Tech Sentry gleichzeitig. Pylon plus 3 weitere Sonden. So, das hier ist ein wichtiger Zeitpunkt, der BO. Wenn man bei 26-26 Supply blocked ist, also man ist nicht wirklich Supply blocked, im Sinne von Produktion, aber im Sinne von Time Supply Cap der Statistik ist man es wohl. Die misst nämlich nur, wie lang die Zahlen hier gleich sind, soweit ich weiß. Aber man sieht, hier ist der Supply Block, aber hier wird der Pylon fertig. Und dann werden sofort Stalker gestartet. Das schauen wir uns jetzt mal in Slow Motion mal an. Sentry wird fertig. Er verzögert den Stalker hier noch ein bisschen und baut gleichzeitig 2 Stalker. Warpgate Tech wird geboostet. So, sein Mothership Core, man sieht es hier schon, scoutet direkt in diese Richtung hier nach Proxy Oracle, Proxy irgendwas. Also Proxy Gates ist natürlich viel zu spät mittlerweile. Die hätten längst zugeschlagen, da wird der erste Pylon an der Natural hier meistens bei 1,6 gebaut und dann 2 Gates hier hin. Natürlich ist es auch möglich, dass es hier steht. Da gibt ja der Pylon mittlerweile Vision, aber normalerweise sneakt sich dann hier die Probe so rein und baut hier meistens dann auf der Karte, die mittlerweile aus dem Ladderpool natürlich raus ist, Echelon, Wastes, die Proxy Gates hin.
Aber hier unten oder hier auch beliebt, aber meistens hier unten. Gut, wie gesagt, schauen wir uns den Mothership Core mal an. Nach diesen zwei Stalkern werden zwei Sentries gebaut. Schau mir mal gerade den Nexus an. Okay. Das Ansammeln von Chronoboost ist ungewöhnlich. Das macht Velmo nicht so. Der boostet immer irgendwas. Aber wir werden es von Velmo ja auch nochmal sehen. Also hiermit wird gescoutet und mit Stalkern und so weiter wird nach Proxy Pylons gescoutet. Gehen wir mal in die Vision. Jetzt wird sich hier drauf vorbereitet, den Nexus zu schmeißen. Und unser Chronoboost ist immer noch sehr hoch. Wir werden rausfinden, wofür RC diesen Chronoboost ausgibt. Liquid Hero ist auf jeden Fall ein Spieler, der gut ist. Also wieder wird hier ein Timing erreicht von 32 Sekunden. Das hier rettet natürlich definitiv den Mothership Core. Zumindest teilweise. Jetzt rettet es ihn nicht mehr. Jetzt wird gescoutet. Jetzt bin ich gespannt, ob der Nexus hier gehalten werden kann. Stalker Micro. Photon Overcharge wäre natürlich jetzt schön gewesen. Also das hat Velmu eindeutig besser verteidigt. Auf Belgier Vestige. Schau gerade mal in die Base des anderen Protoss. Drei Gates, Robo, kein Nexus, okay. Hier ist eine sogenannte Contain-Situation jetzt. Mal schauen. Diese Sentry hat gleich zwei Force Fields, kann also, wenn er hier runter pusht, sofort ein Force Field hier schmeißen. Hat eine gute Vision. Das heißt, wenn hier der Stalker kommt, kann es sich dann, wartet es bis, wenn der Gegner so dumm ist, hier ein Stalker, zwei Stalker unten sind, macht es hier ein Force Field hin und diese Stalker räumen mit dem Rest dann auf. Geht jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne. Schauen wir uns die Contain-Situation mal in der Vision von allen an. Observer. So, War Prism ist auf dem Weg. Das schauen wir uns aus der Vision von RC an.
So. Jetzt ist natürlich die Frage für Hero, wartet er hier weiterhin mit seinen Truppen? Der Mothership Core ist leider nicht mehr hier, um die Truppen zurückzuwarpen. Aber dafür könnte er natürlich einen Photon Overcharge schmeißen. Aber letztendlich kämpfen hier 9 Zealots und ein Immortal gegen 2 Zealots. Der Supply Blocks ist nicht so schön. Andererseits wird RC jetzt gleich Truppen verlieren. So, Contain ist gebrochen. Mit dem Warp Prism wird halt auch gescoutet. Nexus ist auch down. Und wir schauen uns das an. Economy. Ist Liquid Hero vorne, Technology auch, Army nicht. Schauen wir uns den aktuellen Army Value an. Ja, Army Value ist Liquid Hero im Moment vorne. Supply ist RC vorne. Liquid Hero hat eine Sonde mehr, das ist zu vernachlässigen. Und hier sieht man den Army Supply. Also es ist eine Möglichkeit, das zu spielen, aber wir schauen uns jetzt auch noch an, wie Liquid Hero das verteidigt hat. So, sehr gut gespreadet jetzt hier. Gute Konkave gebildet. Vom Warp Prism weiß er definitiv nichts. Verliert seinen Nexus. Kitet hier mit Stalkern. Wir sind wieder in der Vision von RC. Und RC ist jetzt mit seinem Nexus früher dran. Hat das Warp Prism, um weiter zu scouten, weiter zu harassen. Hat die vielen Sentries, um zu scouten, was tut sein Gegner. Für mich einer der Riesenvorteile dieser BOs. Jetzt kommt der Gegenharass. Das wäre natürlich gut hier. Das war ein riesen Pick-off. Das Stargate zu kriegen war einfach wirklich richtig, richtig gut. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass Liquid Hero hat hier wirklich eine Sonde. Hier hat er keine. Interesting. Okay, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habe jetzt allerdings auch nicht so viele PvPs in der letzten Zeit analysiert. Also rein vom Opening her ist das jetzt natürlich hier gelaufen, das Video. Interessiert mich jetzt einfach nur noch, wie die das spielen.
Also Scouting aufgrund der vielen Sentries läuft natürlich extrem gut. Liquid Hero hat sich sogar Speed besorgt für sein War Prison. Blink. Schauen wir gerade mal. 3 Base, 2 Base ist natürlich immer eine Gefahr. Army Value ist Liquid Hero jetzt deutlich vorne. Wahrscheinlich hier Harassment jetzt mit. Und hier mit Angriff. Was mir an Liquid Hero gut gefällt, ist, dass die Offensiv-Pylons extrem gut kommen, aber nicht fallen. Ich glaube, dass das ein GG ist. Auch bei dem Army-Welde natürlich jetzt kein Zauberer zu sein an der Stelle. Also auch wenn RC hier verloren hat, so zeigt es zumindest doch, dass das Opening sagen wir mal bis zur 9. Minute. Er hat seinen Nexus verloren, hätte ihn eventuell auch abbrechen können. Das weiß ich jetzt nicht, wann der Angriff wirklich genau kam, aber er hat die 3 Stalker gesehen. Kann natürlich sein, dass der Gegner dahinter expandiert hat. Der erste verlässliche Scout kommt halt eben erst mit der Halluzination bei 6 Minuten. Aber man sieht halt hier schlicht und ergreifend, dass Liquid Hero seinen Nexus ebenfalls nicht halten kann. Und Liquid Hero ist wirklich ein guter Protoss. Der verliert nicht einfach mal so seinen Nexus, würde ich mal sagen. Also durch die frühe Robo bei 5,46 ist es natürlich möglich, War Prison und damit den Contain zu brechen, Counter Go zu machen. Das könnt ihr dann auf Diamond Master, für die Leute empfehle ich diese Build Order ja, dann in Ruhe entscheiden. Gut, das war's für dieses Video. Wünsche euch was. Bis dann, ciao.